Hallo Leute, weiter geht's mit Millennia. Wir hatten auch schon alles erledigt, aber was wir vergessen haben, den Papiermacher zu bauen. Wartet. War das in Tanis? War das in Abydos? Ja. Hier wollten wir ihn hier bauen und sehen, dass es überhaupt keine Auswirkung hat. Kann nicht sein. Warum? Das Papier wird für was anderes verbraucht, sehe ich das richtig? Kann aber auch nicht sein. Wartet mal. Kann nur sein, dass wir erstmal abwarten müssen. Abydos, merken wir uns 67%. Was ist da los? Ja, wir nehmen die offenen Grenzen gern an, gehen zu Abydos und sehen, es bleibt bei 7. Warum? Was ist denn hier falsch gelaufen? Papiermacher, Papiermacher und religiöser Schriftgelehrter. Ich sehe die religiösen Schriftgelehrten gar nicht. Also hier die religiösen Schriften werden hier gar nicht angezeigt, aber warum nicht? Zeigt es doch dann normalerweise an. Wir nehmen den mal raus und bringen den wieder mit rein. Ach, es fehlt an Papier. Es fehlt an Papier. Wartet, wo sind die Papiermacher? Hier sind sie. Einfach noch einen Papiermacher mit reinnehmen. Dann das festmachen. Und trotzdem bleibt es bei 67%. Also ich bin mir gerade nicht ganz im Klaren, warum es uns dann hier die Leute nicht anzeigt. Ich würde sagen, das Papier wird durch irgendwas anderes verbraucht, nur durch was? Was verbraucht das Papier? Bin ich mir jetzt wirklich nicht im Klaren darüber. Wartet mal, wir haben auch Flachs. Stoff wird daraus. Komisch. Ich nicht verstehen. Ja, wer weiß. Kann ich mir jetzt im Moment nicht erklären. Wir machen einfach weiter. Das sind jetzt die beiden Armeen hier. Wir könnten es riskieren und nach Stuttgart marschieren. Wir warten aber mal noch ein bisschen ab, bis die hier weiter ausgeheilt sind. Das sind die frischen Truppen, die wir jetzt wo an die Front schicken müssen. Und wir haben Technologie abgeschlossen. Sehr gut. Die verrückte Wissenschaft. Die größten Denker vieler Nationen werden von der guten Gesellschaft dafür verurteilt, dass sie Fragen zur wahren Natur der Realität stellen. Von Moral und Ethik befreit kann die Wissenschaft ungehindert immer weitere Fortschritte machen. Entdeckungen und Innovationen werden keine Grenzen kennen. Das ist halt so eine Sache, ne? Also, das ist schon heftig, die Aussage. Von Moral und Ethik befreit kann die Wissenschaft ungehindert immer weitere Fortschritte machen.
Was denkt ihr dazu? Würde mich mal interessieren. Wollt ihr eine Wissenschaft, die von Moral und Ethik befreit ist? Findet ihr vielleicht, dass es schon soweit ist, teilweise bei uns, in der jetzigen, im jetzigen Zeitalter, also jetzt in der Realität? Schwierige Frage. Und da werden noch ganz, ganz viele schwierige Fragen in Zukunft auf uns zukommen. Ich nenne euch bloß mal zwei Beispiele. Erstes Beispiel: Genmanipulation. Zweites Beispiel: KI. Schon heftig. Beides unfassbar mächtige Wissenschaften, die halt aber auch unfassbar große Risiken birgen. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Wie ihr hier diesen Satz findet. Von Moral und Ethik befreit, kann die Wissenschaft ungehindert immer weitere Fortschritte machen. Gut, was haben wir hier bekommen? Wir können jetzt die Nautilus bauen. Nicht schlecht. Kampfmodifikator, dreifache Verteidigung, wenn es allein unterwegs ist. Verteidigung 17. Und dann hat es halt einen dreifachen Verteidigungswert. Okay. Wir können das Geheimlabor bauen. Dazu braucht man aber Energie. Wandelt ein Äther in zwei Analyse und bringt uns dann zwei Wissen. Ätherraffinerie, 48 Spezialisten. Wir brauchen auch erstmal Gebäude, die uns Spezialisten bringen. Und das Elektrizitätswerk können wir bauen. Wandelt zwei Kohle in zwei Energie um. Nee, in zwei Energie um, ja, aber es bringt uns fünf Energie. Hä? Was ist das für eine Logik? Das ist ja auch ein bisschen komisch gesagt. Naja, gut. Werden wir sehen. Was nehmen wir als nächstes? Exotische Energie. Dann würde uns Öl angezeigt werden. Und wir könnten den Ölbrunnen bauen. Nicht den Ölbohrturm, nein, nein, den Ölbrunnen. Exotische Metallurgie. Mine für seltene Erden, Stahlofen, Fischdampfer. Deckt alle seltene Erden auf, wo seltene Erden für die Herstellung von Spezialprodukten abgebaut werden. Wir könnten ein Landschiff bauen. Damit meinen die einen Tank, oder? 46 Angriff, 36 Verteidigung. Ein lächerlich großes gepanzertes Fahrzeug. Als sie mich zum ersten Mal zum Bau des militärischen Landschiffs konsultierten, sagte ich ihnen: Macht es einfach riesig. Danach haben wir so viele Kanonen und so viel Panzerung wie möglich hineingepackt und dafür gesorgt, dass die Räder groß und stabil genug sind, um es zu tragen. Mir schwebte von Anfang an eine Art Schlachtschiff auf Rädern vor und genau das haben wir auch gebaut. Wie teuer ist das Teil denn? 300 Produktionen. So teuer ist es gar nicht. 46 Angriffe. Davon können wir im Moment nur träumen. Und das sieht ja aus wie ein Schlachtschiff. Ja. Hatte ich gerade gesagt, 46 Angriff ist viel? 136 Angriff. Wahnsinn. Unfassbar hohe HP. Was hat das Landschiff für eine HP? 50. Feine Sache. Arbeitsautomaten. Brauchen wir ebenfalls Spezialisten. Das ist halt unser Steampunk-Zeitalter, denke ich mal, dass wir hier Arbeitsautomaten hinbekommen. Also früher Roboter. Fließband. Arbeitsautomaten Bauernhof. Brauchen wir aber für alles Energie. Leichter als Luft. Lufteinheiten, Luftschiff, direkte Kampfluftschiffe. Unsere Luftballons hier, die waren ja, wirklich ein Witz. Brauchen wir dafür Spezialisten dann, um Luftschiffe zu konstruieren? Lufttaxi. Dampfjet.
Lufteinheit gut gegen andere Lufteinheiten. Was ist das jetzt hier? Dampfjagdflugzeug? Was ist denn der Unterschied zwischen Dampfjagdflugzeug und einem Dampfjet? Das scheint ein Bomber zu sein, der Dampfjet, oder wie? Wolkenvilla. Ja, das alles fein. Erhöht die maximale Anzahl an Städte. Naja gut, wir haben teilweise gar keinen Platz mehr. Oh, Kanalisation, 30 Hygiene. Das ist natürlich super. Krämerladen. Brauchen wir auch wieder Energie. Containerdepot. Eisenbahn. 20 Produktion. Und Kommunikation. Telegrafenstufe, Forschungsinstitut. Drei Spezialisten. Also hier wird man dann auch Spezialisten bekommen. Verlagshaus, Auswärtiges Amt. Ah, so viele Sachen, die richtig, richtig cool sind. Wir sind halt im Krieg. So ein Landschiff. Aber 12 Runden. Bis dahin wollen wir eigentlich den Krieg hinter uns gelassen haben. Kommunikation. Bringt uns halt nochmal Kultur und auch richtig viel Wissen. Und auch Spezialisten. Ja, komm. Wir holen uns mal die Kommunikation. Wir werden mit den alten militärischen Einheiten jetzt versuchen, den Krieg gegen Deutschland noch zu beenden. Ob es uns gelingt, ich kann es euch nicht sagen. Wir werden es sehen. Regierung reicht nicht ganz aus, die Regierungspunkte. Um das letzte hier freizuschalten, da brauchen wir nämlich noch 4 dazu. Kommandanten braucht man 200. Das dauert noch einen Moment. Können wir mit den Künsten irgendwas machen? Nö, sehe ich jetzt nicht. Ingenieurskunst, muss jetzt auch nicht sein, dass wir da irgendwas ausgeben. Wir haben aber schon wieder sehr viele Schaufeln. Das muss einfach wachsen, Nebidos. Viele Sachen sind hier halt noch gar nicht bewirtschaftet. Beenden wir die Runde. Rebellion. Die Vasallen von oben, aber wir haben es vergessen, das Geld auszugeben. Machen wir nicht, wir zahlen natürlich die 1050. Schweden will eine Allianz, sagen wir nein, danke. Jetzt denke ich gerade dran, wir beschleunigen das Ganze und geben 2000 Gold, waren es glaube ich, aus für die Militärbasis. Wir können jetzt hier früher Maschinengewehre bauen. Die Truppe ist fertig und wir können nach Stuttgart marschieren. Was ist da für eine Armee dahinter? Eine 93er. Damit können wir umgehen. Hier kommt eine Armee. Wir haben halt nichts mehr in der Hinterhand hier, oder? Na gut, hier haben wir noch. Aber das ist nicht wirklich viel, was wir da haben. Hier haben wir 300 zusammen. Dann nehmen wir die Erkenntnis. Wir haben jetzt 10 von diesen Sozialgefügen. Und das ist Maximum. Jetzt müssen wir die Erkundungspunkte für irgendwas anderes ausgeben in Zukunft. Regierung. Da holen wir uns das hier. Das ist alles fein und schön. Wir werden die Truppen erstmal noch bewegen. Wir müssen uns dort schützen. Und hier kommt auch eine Armee an. Ich habe jetzt keine Angst davor, dass sie uns die Städte platt machen. Was ich mehr befürchte, ist, dass die halt plündern werden. Deshalb schicken wir die zwei Truppen mal hier entlang.
Kulturkraft verwenden. Da warten wir erstmal noch. Region inaktiv. Nikomedia. Kavallerie der Alten Garde. Produziert weiter. Kavallerie der Alten Garde. Und wir müssen natürlich nach Nikomedia und die Kavallerie der Alten Garde auch rausholen. Epidos, was habt ihr hier gebaut? Ein Grenadier der Alten Garde. Baut er weiter. Dann, wem können wir denn noch unterstützen? Die Glaubenspunkte sind halt heftig. Nach wie vor das Problem hier in Abydos. Ja, Wohnraum könnten wir generieren. Da haben wir auch noch irgendwie. Haben wir noch Platz? Wir haben nur noch ein Feld Platz hier. Zivil, Wohnraum, Heldenvilla, staatliche Schule, Bildung. Ja, brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Villa, 10 Wohnraum, 10 Vermögen, 1 Luxus. Ja, wir nehmen die Heldenvilla. Bringt einfach mehr Wohnraum. Können wir Tarnis noch irgendwas Gutes tun? Mit unseren Schaufeln? Da fehlt es unseren Spezialisten, um diese Ether-Raffinerien zu bauen. Holzfällerlager können wir noch errichten in Tarnis. Wieso hat Tarnis 100% Energie? Durch was, frage ich mich. Oder ist es von Haus aus erstmal bei 100%? Das könnte natürlich auch sein. Weil wir produzieren doch hier meines Wissens nach noch keine Energie. Nö. Wir haben halt kein Gebäude, was Energie verlangt. Aber warum zeigt uns in Tarnis 100% Energie an und Nikomedia zum Beispiel nicht? Verstehe ich nicht. Nikomedia zeigt uns aber Bildung an. Bisschen komisch. Wer weiß. Gut. Ich muss das umändern, dass wir hier keine Baulisten machen. Weil uns zeigt es dann nicht an, dass eine Einheit erstellt wurde. Und ich vergesse das dann, die rauszuziehen. Aus der Armee der Stadtwache. Alles klar, können wir die Runde beenden? Vielleicht noch ein paar Schaufeln ausgeben. Wie sieht es denn um Rom aus? Aber Rom, ja, das wächst wie Hubert's Rom. Luxor. Brauche ich Hygiene. Da gibt es aber auch keinen Platz mehr. Ne. Alles vollgebaut. Rom. Ebenfalls Hygiene. Aber hier müssen wir aufpassen. Wir brauchen hier auch bald Bildung. Vielleicht einen Müllhaufen noch. Hier unten in die Tundra. Das war's. Beenden wir die Runde. Jetzt müssten oben die Truppen auch fertig geheilt sein. Oder wollten wir jetzt schon angreifen? Ich weiß es nicht. Wir haben die einfach dahingestellt. Die unteren vergessen. Krieg fortführen. Wir machen keinen Frieden. Die haben sich wieder zurückgezogen. Ne, die haben Leipzig. Hä?
Zweimal Leipzig, aha, nebeneinander. Läuft bei euch. Weiter geht's. Kavallerie der alten Garde. Ah, das ist auch neu. Schaut mal, Leute. Das hatten wir ja auch bemängelt. Das haben die auch mit dem Patch reingebracht. Dass wir jetzt hier nochmal so ein kleines Bild haben und sehen, was hier auf dem Seetransporter ist. Schön. Sieht man gleich sofort. Ah, da ist ein Händler dabei. Feine Sache. Was haben sie denn hier hingeschickt? Ein Pionier. Stadtangriff. Also weg, der Pionier. Greift an. Die haben keine Stadtmauer um Stuttgart. Selber schuld. Kassiere tun auch ganz schön weh. Wow. Na gut, es waren bloß Armbrust, Schützlein. Jetzt schießt den Turm noch zusammen. Und da hat der Ballon aber ordentlich Schaden gemacht. Kriegt er einen Bonus gegen Verteidigung? Nö. Nächste Hauptstadt, die uns ist. Stehen wir vor einer 26er Stadt. Wo sind die denn mit der Armee hier hin? Da war doch auch eine Armee irgendwo am Stissel. Nirgends mehr zu sehen. Kulturkraft verwenden. Ja. Heureka vielleicht. Oder eine Armee aufstellen. Berittener Schütze und Grenadier. Ich tendiere im Moment zu Armee aufstellen tatsächlich. Ihr wartet mal noch, überspringt mal eine Runde. Ihr wartet ebenfalls und wartet mal auf die Truppen hier. Bringt die mal nach Mainz, bitte. Hauptstadtangriff. Feuer frei. Runde kann beendet werden. Müssen wir nochmal umändern. Das lassen wir. So. Jetzt passt's. Kriegsführung haben wir 180 zusammen. Ach nee, 200 waren's. Gar nicht 180. Wir haben wieder unfassbar viele Schaufeln. Können wir eigentlich mit irgendeinem Gebäude, also mit irgendeiner Infrastruktur, Schaufeln produzieren. Lasst uns das mal hier bei Rom testen. Wartet, nee. Und Spezialisten, Spezialisten. Zählen die unter Schaufeln mit? Nö. Seht ihr das Spezialisten-Symbol? Ich sehe es gar nicht. Okay, das ist ja nicht so toll. Ist halt das wirklich keine Infrastruktur? Also, wir haben das noch nicht erforscht. Ich hätte gedacht, es gibt Infrastruktur, wo wir halt Spezialisten produzieren. Kann ja nicht sein. Echt jetzt? Produzieren wir? Gibt es keine Infrastruktur, wo wir Spezialisten produzieren können? Das ist ja nicht so toll. Dann kriegt man das nur über Gebäude.
Können ja in Rom schon mal so ein Wissensgebäude bauen. Also kein Wissensgebäude, sondern Bildung. Da. Staatliche Hochschule. 42 Schaufeln. Bauen wir auch hier unten hin. Runde beenden, Runde beenden. Können wir ja schon mal in den ganz allen großen Städten bauen, so eine staatliche Hochschule, wenn Platz vorhanden ist, natürlich. Wenn kein Platz vorhanden ist, können wir es nicht bauen. Frankreich möchte eine Allianz. Könnt ihr vergessen, wir gehen keine Allianz mit euch ein. Was schicken die hier für eine Armee? Ein Dragoner, ein Sucher und ein Anführer Stufe 3. Das ist ja jetzt nie wirklich beeindruckend. Zwei Armeen zusammenziehen, bitte. Und hier werden wir erstmal den Hauptstadtangriff machen. Hier genauso. Dann machen wir die Armeen weg. Dragoner zählen als Linientruppen. Chancenlos. Und ihr jetzt bitte noch. Pittsburgh, kurz mal ab hier. Konya ist so eine Riesenstadt. Riesige Armbrust und ein Aufklärungsballoningenieur. Haben sie da auf den zwei Transportschiffen? Rom hat einen Grenadier der alten Garde erstellt. Könnten ja die Nautilus bauen, machen wir aber nicht. Berittener Schütze. Nee, komm, hier noch so eine alten Garde hinterher. Einkaufszentrum. Handelsgesicht. Ich gucke nur kurz durch, wo die Gebäude sind, die uns Spezialisten produzieren. Wir haben die Wissenschaft wahrscheinlich noch nicht mal erforscht. Ich knilch. Universität. Ja. Freigeschaltet durch Vernunft. 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 Merken wir uns das? Merken wir uns. Containerdepot. Freigeschaltet durch Vernunft. Was erforschen wir? Erforschen wir Vernunft? Nee, wir erforschen was anderes. Kommunikation. Vernunft ist hier, oder? Ja. Oh. Okay, das dauert auch noch mal 8 Runden. Boah. Müssen echt auch mal die anderen Technologien so erforschen. Vernunft ist extrem wichtig, Leute. Es nützt nichts. Wir holen uns erstmal Vernunft. Wir holen uns erstmal Vernunft, auch schön gesagt, oder? Und dann ist fertig hier. Nikomedia ist unsere zweitgrößte Stadt. Die wächst aber richtig, richtig langsam. Da brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt nochmal so ein Bildungsgebäude hier reinbauen. Wir können es aber mal testen. 6 Runden brauchen wir jetzt. Und wenn wir jetzt doch noch so ein. Wir testen es halt. So eine staatliche Hochschule bauen. Doch, hat sogar was gebracht. Nur noch 5 Runden. Na, dann machen wir es halt so.
Obwohl wir eigentlich hier noch gar keine Bildung brauchen. Auch ein bisschen komisch, weil jeder Einwohner in einer Region über 30 erstmal Bildung benötigt. Naja. Gut. Ah, das können wir noch machen. Gewaltmarsch. Reduzieren und als nächstes dann das hier. Aber da fehlt es uns. Größe oder gleich 30 Kampf-EP. Größe oder gleich 30 Kampf-EP. Nur für Kommandanten oder was? Aus dem Vermächtnis des Kommandanten und der ist da drauf gegangen. Stehe ich nicht ganz. Weil uns wird das ja gar nicht mehr angezeigt. Ich denke mal ja, oder? Und dadurch, dass da drauf gegangen ist, können wir es knicken. Kriegen wir es nicht. Ach Mann. Oder haben wir einfach viel zu wenig Kampf-EP? Aber wir haben schon ein paar Einheiten, die ordentlich erfahren sind. Verstehe ich nicht, ja. Wäre schade, wenn wir das letzte nicht kriegen. Aber es kann durchaus sein, dass es halt mit dem Kommandanten zusammenhängt. Und der ist halt futsch. Runde beenden? Jawohl, machen wir jedoch erst in der nächsten Runde. Ich weiß auch schon, für was wir die Kultur einsetzen, um hier die Vernunft zu bekommen. Wir brauchen Spezialisten, verdammte Hacke, Spezialisten braucht das Land. Freunde der Nacht, Däumchen nach oben, was in die Kommentare, ganz wichtig, Abo dalassen, kostet euch keinen müden Cent. Vielen Dank natürlich auch an alle Leute, die schon ein Abo dagelassen haben und dem Kanal hier die Treue halten. Danke dafür, Leute, wir sehen uns morgen wieder. Wie oft will ich eigentlich noch Leute sagen? Bis dahin, bye bye, euer Sadum. Ciao, ciao.